Hallo und willkommen zur ersten Rückschau vom Kandidatenturnier. Wir wollen mal schauen, was ist in der ersten Partie bzw. in der ersten Runde passiert. Ich werde euch aus meiner Sicht die Partie des Tages zeigen und danach gehen wir natürlich noch die Ergebnisse durch und besprechen, ob vielleicht mehr hätte passieren können, ob etwas anderes hätte passieren können und ja, wie es einfach allgemein so lief. Kommen wir zur Partie des Tages. Wir schauen ins Frauenturnier. Da spielten zwei Chinesinnen gegeneinander, und zwar Lei Tingzhi und Tan Zhongyi. Vielleicht kurz für alle, die nicht wissen oder die es überrascht hat, dass in der ersten Runde tatsächlich eine ganze Menge Leute aus gleichen Nationen gegeneinander spielen. Das ist kein Zufall, sondern das ist so gewollt. Der Punkt ist, dass diese Leute direkt in den ersten Runden gegeneinander spielen, sodass es weniger Manipulationsmöglichkeiten gibt. Also es wäre ja irgendwie blöd, wenn in der letzten Runde zum Beispiel zwei Chinesinnen gegeneinander spielen und eine bräuchte den Sieg für die Qualifikation, für den WM-Kampf und die andere braucht zum Beispiel gar nichts mehr. Dann, selbst wenn die Partie nicht geschoben wird, kommt es immer zu unnötigen Diskussionen und das soll einfach vermieden werden, indem man diese Paarung direkt am Anfang des Turniers ansetzt. Und so kommt es, dass eben die Chinesinnen gegeneinander spielen. Bei den Männern spielten eben die Amerikaner gegeneinander und die Inder gegeneinander, zumindest insofern das ging. Und genau darum ist das so. Aber schauen wir mal die Partie an. Lei Tingzhi ist ja also die zweite der Weltmeisterschaft des letzten Jahres und spielte mit Weiß, hat aber tatsächlich seit der Weltmeisterschaft keine Partie mehr gespielt. Und wir werden jetzt sehen, ob sich das gelohnt hat gegen Tan Zhongyi, diese lange Vorbereitungszeit, oder ob etwas Spielpraxis vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Lei Tingzhi eröffnete mit E4, Springer F6, C4 und E6. Das ist die Zugfolge, die man jetzt auf Top-Niveau tatsächlich fast immer erwarten kann. Und nach Springer C3, D5. Tatsächlich ist mir nicht ganz klar, warum sie mit Springer F6 anfängt, wenn sie sowieso abgelehntes Damengambit spielen möchte. Aber kann man natürlich machen, weil ja, Weiß hat jetzt nicht so viele andere Optionen. Vielleicht hat sie zum Beispiel was Gutes gegen Londoner System vorbereitet ohne D5 oder so. Das ist schwer zu sagen. Aus dieser Sicht. Und Weiß spielt das Abtauschsystem, das ist auch sehr beliebt und hier kommen wir direkt in die Karlsbader Bauernstruktur. Schwarz hat vier Bauern am Damenflügel und Weiß nur zwei. Und da gibt es einen ganz berühmten Plan für Weiß, den Minoritätsangriff. Und das hier wird eine Partie, in der wir genau das beobachten können. Okay, Weiß spielt ja erstmal Läufer G5, Läufer E7 und E3. H6, Läufer H4, das ist alles noch mehr oder weniger normal. Und hier ist der Hauptzug für Schwarz Rochade. Und zum Beispiel Läufer D3 und C6 und wir bekommen jetzt so eine ganz typische Stellung. Weiß hat hier zwei Ideen. Einmal den Springer nach E2 zu stellen und dann mit F3 und E4 weiterzuspielen. Oder den Springer nach F3 zu stellen und sich dann auf B4, B5 festzulegen. Das ist einfach ein anderes System, würde ich sagen. In der Partie folgte Läufer G4. Der ist nicht ganz so häufig, aber ich nehme an, dass Lei Tingzhi den schon noch auf dem Schirm hatte. In diesen Stellungen, wenn der schwarze Läufer sehr früh rauszieht, sollte man sich immer als erstes fragen, kann man denn die Dame vielleicht nach B3 stellen? Denn der Läuferzug, der schwächt auch immer automatisch den Bauern auf B7. Und Schwarz möchte ja eigentlich eine Bauernkette mit B7, C6, D5 aufbauen. Das heißt, hier wäre jetzt B6 kein erstrebenswerter Zug. Und hier ist die Hauptidee von Schwarz Springer D7. Ein wichtiger Punkt ist, dass wenn Weiß jetzt diesen Bauern nimmt, folgt Turm B8 und nach Dame schlägt A7, Turm schlägt B2, ist Läufer B4 sehr, sehr unangenehm. Also zum Beispiel Läufer D3, um sich dann einfach weiterzuentwickeln. Und nun Läufer B4. Und das Problem ist, dass Springer E2 die Fesselung nicht auflöst, denn der Läufer könnte einfach schlagen. Deshalb ist es ganz wichtig für Weiß, nach Springer D7 H3 zu spielen. Und erst wenn der Läufer wegzieht, kann man auf B7 schlagen. Muss man übrigens nicht, aber ja, wenn man Dame B3 spielt, finde ich das konsequent. Einfach um mal die Hauptidee der Variante zu zeigen. Schwarz greift natürlich wieder die Dame an. Dame schlägt A7. Und hier ganz wichtig, hier ist Turm schlägt B2 jetzt nicht so gut, denn hier kann Weiß einfach mit Läufer D3, Läufer B4 und Springer E2 weiterspielen. Und als nächstes möchte man dann rochieren. Und hier können wir sehen, warum H3 so wichtig war, denn der Läufer von E6 kann jetzt natürlich nicht mehr den Springer auf E2 schlagen. Deshalb sollte Schwarz hier rochieren und ja, Schwarz hat zwei Bauern geopfert, aber hat tatsächlich eine Menge Kompensation hier. Zum Beispiel Läufer D3, Turm A8 und nach Dame B7
spielt man einfach Springer B6. Man versucht hier so ein bisschen die Dame einzusperren. Und hier sollte Weiß auf F6 schlagen und Springer B5 spielen, um die Dame irgendwie zu befreien. Aber nach C5 bekommt Schwarz gutes Spiel auf der langen Diagonale und hat jetzt natürlich auch schon das Läuferpaar. Und einfach um noch ja, ein bisschen weiter als Beispielvariante zu zeigen, Dame C7. Hier kann man Läufer D7 spielen und nach Dame D8, Turm D8, Springer C3, gewinnt Schwarz den Bauern auf D4 zurück. Jetzt hat Schwarz nur noch einen weniger, hat das Läuferpaar, hat aber auch ganz guten Druck auf die weißen Bauern am Damenflügel und hat deshalb genug Kompensation. Das will man wahrscheinlich nicht, wenn man es nicht vorbereitet hat, und vielleicht will man es auch sogar dann nicht, wenn man es vorbereitet hat. Lei Tingzhi hat auf jeden Fall Dame C2 gespielt, das ist auch ein logischer Zug und passt einfach in den Plan. Auch H3, Läufer E6 und ja, nach H3 ist natürlich der F3-Plan nicht mehr so überzeugend, deshalb hier Springer F3. Und hier ist der meistgespielte Zug Springer E8. Die Hauptidee ist es einfach, diesen Läufer von H4 abzutauschen. Wenn Weiß nicht nimmt, dann wird der Läufer einfach weiterverfolgt. Und ja, anschließend kann man dann den Springer nach D6 bringen, mit C6 spielen und der Springer möchte langfristig natürlich mal gern nach E4. Aber hier hatte Tan Zhonggi eine clevere Neuerung vorbereitet, und zwar Springer E4. Hier hat Weiß zwei Optionen, auf E4 schlagen oder auf E7 schlagen. Weiß hat auf E4 geschlagen. Wir schauen aber mal kurz an, was nach Läufer schlägt E7 passiert. Nach Läufer schlägt E7, Dame schlägt E7, Springer schlägt E4, was aussieht, als wenn es einen Bauern gewinnt, hat Schwarz den Zug Läufer F5. Und das war sicher die Idee in der Variante. Man kann den E4-Springer decken, aber das Problem ist, der ist jetzt oft genug angegriffen und in dieser Struktur, also man kann vielleicht dafür argumentieren, dass Weiß hier ein bisschen besser steht, aber wenn der schwarze Springer es nach D5 schafft, dann kann auch die schwarze Stellung sehr schnell stabil werden und Schwarz wird auch hier wahrscheinlich versuchen, am Königsflügel anzugreifen. Stattdessen kann man eventuell Springer F6 spielen, um eben nicht zuzulassen, dass der schwarze Bauer nach E4 kommt. Und nach Dame F6 kann man sowas wie Läufer D3 spielen, aber das ist natürlich nicht besonders kritisch. Ich dachte, kritisch ist Dame schlägt C7, aber auch hier hatte Tan Zhonggi sicher was Gutes vorbereitet. Springer C6. Und ja, wenn man hier auf B7 nimmt, dann folgt sofort Turm B8 und die Dame ist nicht so glücklich. Und wenn der schwarze Turm hier hoch auf B2 landet, dann ist das ziemlich schlecht für Weiß, weil der weiße König noch so unsicher steht. Deshalb sollte Weiß irgendwie Läufer E2 spielen, aber nach Turm C8. Dame F4, Springer B4 bekommt Schwarz hier auch eine Menge Kompensation. Der Springer will nach C2, der Turm will nach C2 und hier hat Schwarz genug für den Bauern. Und ich gehe mal davon aus, dass Tan Zhonggi auch alles bekannt war. Und Lei hat wahrscheinlich den Zug gewählt, der ein bisschen sicherer aussieht. Sie hat direkt auf E4 geschlagen und nach Läufer schlägt H4, Springer C5 gespielt. Jetzt hängt der B7 und Tan Zhonggi spielte Läufer C8. Springer schlägt H4, Dame schlägt H4 und Läufer E2. Ja, Weiß hat das schwarze Läuferpaar wieder halbiert und das sieht eigentlich aus, als wenn Weiß ja schon ein bisschen was geschafft hat mit dem Springer auf C5. Aber nach C6 und B4 hatte Schwarz tatsächlich eine ganz angenehme Wahl. Hier ist nämlich der Punkt, der weiße König hat noch nicht rochiert und die Frage ist, was macht man? Tan Zhonggi hat im Übrigen hier angefangen nachzudenken, also jetzt nicht so super lange, aber es könnte bedeuten, dass sie diese Stellung vielleicht nicht mehr so genau im Kopf hatte oder vielleicht auch einfach nicht angeschaut hat und hier nur den Plan kannte. Schwarz spielte in der Partie Turm E8. Das ist ein sehr logischer Zug. Aber was auch ein logischer Zug ist, ist Dame G5 und der wäre vielleicht sogar noch ein bisschen cleverer gewesen. Die Hauptidee ist, dass natürlich sowas wie König F1 nicht besonders erstrebenswert ist. Hier kann man zum Beispiel einfach Dame E7 spielen und Weiß kann jetzt eben nicht mehr rochieren. Deshalb dachte ich, dass Weiß vielleicht lieber G3 spielen will. Aber jetzt ist das Problem, jetzt kann Weiß auch nicht so einfach rochieren, weil der H3 immer hängt. Springer D7. Rochade geht nach wie vor nicht, weil Schwarz auf C5 schlägt und auf H3 schlägt. Deshalb ja, zum Beispiel sowas wie A4. Und jetzt Dame E7. Hier ist auch ganz wichtig, man will eigentlich nicht B5 spielen, wenn man dann auf C5 mit einem Bauern wieder nehmen muss. Deswegen sowas wie A5. Aber hier Turm B8, dann kann man mit B6 am Damenflügel weiterspielen. Und irgendwie hat Weiß weiterhin das Problem, es ist nicht ganz klar, wo der König hin soll. Der wird jetzt momentan auch nicht so sehr angegriffen, aber dennoch steht er auch irgendwie den eigenen Figuren im Weg.
Das hat Dame G5 ja recht clever, aber Turm E8 ergibt auch Sinn und passt gut in den Plan. Denn nach Rochade kam jetzt Dame G5. Und jetzt droht Schwarz schon Läufer schlägt H3. Das hat Lehtinghi natürlich gesehen und das mit König H1 verhindert. Und jetzt nach Springer D7, für alle, die auch ein bisschen mitdenken wollen bei den Partien, könnt ihr gerne mal das Video anhalten und euch überlegen, wie ihr weiterspielen würdet mit Weiß, denn das ist ja gar keine so einfache Stellung. Und wahrscheinlich hat Leitingji hier eine kleine Ungenauigkeit gespielt. Also erstmal, Weiß hat in der Partie B5 gespielt. Das ist ein logischer Zug, aber wir werden gleich sehen, warum der nicht so super gut ist. Wahrscheinlich wäre es clever gewesen, hier eine Art Abwartezug zu spielen. Zum Beispiel Läufer D3. Das hat auch den Vorteil, dass hier niemals irgendwie ein Turm auf G6 auftaucht, aber eben auch, dass Schwarz ziehen muss. Hier ist Springer schlägt C5 nicht so gut, denn Weiß kann mit dem B-Bauern wieder schlagen. Und hier bekommt Weiß sehr gutes Spiel gegen den Bauern auf B7, der eben entweder angegriffen wird und Schwarz hat Probleme, ihn zu decken, oder wenn der Läufer auf C8 bleibt, dann ist einfach der Turm auf A8 völlig aus dem Spiel. Deshalb sollte Schwarz eher sowas wie Springer F6 spielen, aber jetzt kann man langsam B5 vorbereiten, denn jetzt droht Schwarz natürlich nicht mehr auf C5 zu schlagen. Zum Beispiel sowas wie Turm C1. Okay, Dame H5, jetzt muss man aufpassen, dass der H3 hängt oder dass Schwarz da opfern will. König G1 und hier könnte Schwarz mit G5 fortsetzen. Also hier ist ganz wichtig zu verstehen in diesen Stellungen. Schwarz spielt hier am Königsflügel und versucht irgendeinen Mattangriff zu starten. Da kommt es Schwarz tatsächlich sehr entgegen, dass man den Springer von F3 und den Läufer, den schwarzfeldrigen Läufer bereits abgetauscht hat, denn die würden das ein bisschen aufhalten. Und hier muss Weiß sich jetzt auch sputen mit B5. Nach G4 hat man Läufer E2. Und hier ist wahrscheinlich das Beste für Schwarz Läufer F5, aber jetzt nach H schlägt G4 kann sich durchaus das eine oder andere abtauschen. Nach Läufer schlägt G4 gibt es noch den schönen Trickspringer D3. Man möchte mit Gabel den Läufer auf E2 zurückgewinnen, aber was soll Schwarz tun außer schlagen? Und ja, zum Beispiel nach Dame G4. Hier ist es nochmal ganz wichtig, aufmerksam zu sein. Dame E2 verliert wegen Dame schlägt F4 und der Fesselung. Aber nach Springer schlägt E2. C schlägt B5, Dame D3. Hat Weiß ganz gutes Gegenspiel. Also ja, man hat einen Bauern geopfert, aber der Turm kommt nach C7, beziehungsweise man hat die Kontrolle über die C-Linie. Der B5 ist schwach, auch der D5 ist schwach und vor allem ist der Angriff vorbei. Natürlich ist das alles jetzt nicht super forciert, aber der Punkt war, irgendeinen Zug zu wählen, der vielleicht die Stellung ein bisschen verbessert und Schwarz zum Ziehen zwingt. B5 war wie gesagt wahrscheinlich nicht so gut, denn jetzt hat Schwarz einfach auf C5 geschlagen. Und hier wieder nochmal die Regel, also man möchte eigentlich nicht mit dem D-Bauern schlagen, denn eigentlich will man ja diesen C6-Bauern schwächen und angreifen. Und wenn man die C-Linie verschließt, dann ist er nicht mehr so leicht angreifbar. Und nach Läufer F5 ist die schwarze Stellung wahrscheinlich einfach angenehmer. Schwarz kann hier einen ähnlichen Plan wie in der Partie verfolgen und den Turm nach G6 bringen, um den weißen König anzugreifen. Deshalb kam Dame C5, das ist wie gesagt der logische Zug, und jetzt Turm E6. Schwarz sagt, der Bauer auf C6, der wird zwar schwach, aber das ist gar kein Problem. Schwarz greift nämlich den König an. Es kam B schlägt C6 und Turm G6. Jetzt droht erstmal Matt auf G2, das kann man natürlich nicht einfach so zulassen, also nach C schlägt B7 wäre man matt. Deshalb Läufer F3. Und jetzt muss Schwarz natürlich dann langsam auf C6 zurückschlagen. Und hier hat Weiß eine starke Verteidigung gefunden. Hier sollte man sich erstmal fragen, was droht überhaupt. Die Idee von Schwarz ist es, Dame H4 zu spielen und dann einfach auf H3 zu schlagen. Und das wirkt vielleicht erstmal recht langsam, aber tatsächlich ist das eine ziemlich starke Drohung. Und wenn man sowas wie Turm B1 spielt, was an sich ganz logisch aussieht, hat man nach Dame H4 das Problem, das hoch, dass nach König H2, was zwar Läufer schlägt H3 verhindert, aber jetzt Läufer A6 kommt, den F1-Turm angreift und dann würde der F2-Bauer fallen, wenn der Turm zieht und das ist dann völlig verloren. Deshalb hat Weiß hier einen sehr starken Zug gefunden, Dame A5. Das verhindert die Läufer A6-Idee, sodass man eben jetzt nach Dame H4 König H2 ziehen könnte. Schwarz wollte jetzt nicht mehr Dame H4 spielen, weil sie das wahrscheinlich nicht vielversprechend genug fand und hat sich stattdessen für H5 entschieden. Auch das ist eine ganz logische Idee, hat aber natürlich so ein bisschen den Nachteil, dass man nicht mehr so leicht auf der H-Linie spielen kann. Aber es hat den Vorteil, dass man vielleicht mal Läufer G4-Ideen hat. Vielleicht noch nicht jetzt, aber später. Und jetzt kam Dame C7. Die Dame kommt jetzt zur Verteidigung an den Königsflügel. Vielleicht nach H2, vielleicht nach F4, vielleicht nach G3, wer weiß das schon. Aber nach Dame H4 wurde Leitinghi etwas panisch. Also Schwarz möchte auf H3 eventuell schlagen.
Hier kommt der Punkt, wo man sich fragen sollte, ist das wirklich eine Drohung oder vielleicht nicht? Und hier wäre es schlau von Weiß gewesen, einfach sowas wie Turm C1 zu spielen. Der Punkt ist, dass nach Läufer schlägt H3 Weiß ausnutzen kann, dass sie die Dame nach C7 gestellt hat und jetzt Dame H2 spielen. Jetzt ist der Läufer gefesselt. Und Schwarz muss Turm F6 finden. Die Idee ist es, dass Weiß jetzt eben nicht einfach auf H3 schlagen kann, ohne die Deckung des F3-Läufers aufzugeben. Und zum Beispiel nach Turm C5, Turm E8, Turm C1 und Turm E6 haben wir eine komische Situation, in der beide Seiten nicht so richtig weiterkommen. Also Weiß kann den Läufer nicht so gut ziehen, weil natürlich auch immer der F2 hängt. Schwarz kann den Läufer nicht ziehen, weil die Dame dann immer hängt. Die Dame darf aber auch nicht ziehen, weil sonst die Fesselung aufgelöst wird. Und irgendwie ist das ja fast so eine Art Zugzwang, nur dass beide Seiten im Prinzip abwarten können. Aber natürlich muss man nicht nur Läufer schlägt H3 anschauen, sondern eine Idee, die ich vorhin schon erwähnt habe mit dem Bauern auf H5, auch Läufer G4. Hier kann man aber tatsächlich schlagen, wenn man möchte, und Turm C6 spielen. Und nach G schlägt H3, Turm schlägt G6, H schlägt G2. Sieht das vielleicht bedrohlich aus, also das ist Doppelschach, deswegen muss Weiß mit dem König schlagen. Und nach Dame E4, König H2, Dame G6 gewinnt Schwarz den Bauern zurück. Aber hier zum Beispiel nach Dame G3 hat der weiße König keine Probleme mehr. Die weiße Struktur ist etwas besser, aber sollten sich die Damen tauschen, sollte das Turmendspiel recht problemlos Remis sein für beide Seiten. Das heißt, ja, nicht so leichte Varianten, aber aktiv spielen wäre hier der Trick gewesen. Weiß hat sich für Dame F4 entschieden. Das Problem ist, dass dieses Endspiel tatsächlich etwas unangenehm ist. Denn hier schadet es Weiß, dass man H3 gespielt hat. Denn nach G3 folgt jetzt Läufer schlägt H3. Mit Tempo auf den Turm, das heißt, Weiß hat keine Zeit, den Bauern auf H5 zu schlagen. Und ja, man könnte überlegen, auf H5 zu schlagen, aber Turm F4 zuzulassen ist eigentlich nicht so erstrebenswert, denn jetzt wird schon der Bauer auf D4 angegriffen. Und der Bauer auf C6 kann sehr gut gedeckt werden. Der auf D4, da muss man die Türme passiv stellen. Das ist nicht optimal. Deshalb hat Weiß versucht, hier so aktiv wie möglich zu spielen und Turm E1 gespielt. Ja, und jetzt kam erstmal König F8. Das verhindert, dass der Turm irgendwie auf E7 oder auf E8 eindringt. Und hier spielte Weiß Turm AC1. Hier wäre vielleicht ein guter Moment für G3 gewesen. Der Turm steht jetzt nicht mehr auf F1, deswegen greift Läufer H3 ihn nicht an. Deshalb kann man dann hier auf H5 nehmen. Man muss aber sagen, dass auch hier nach G6 Läufer E2 zum Beispiel und Läufer F5 die schwarze Stellung durchaus etwas angenehmer aussieht. Ja, der C6 ist vielleicht etwas geschwächt, er ist aber nicht so leicht anzugreifen. Und Schwarz steht einfach etwas aktiver, Weiß hat auch diesen doppelten F-Bauern. Der ist keine große Schwäche, aber das Problem ist, der hilft auch nicht dabei, einen Freibauern zu bilden. Und deshalb hätte ich hier lieber Schwarz. Weiß hat versucht, einfach aktiv zu spielen, aber jetzt nach G6 hängt eben der F4 und nach König H2, Turm F4, Turm C6, Turm D4 hat Weiß einen Bauern verloren. Natürlich steht Weiß hier etwas aktiver und sollte daher durchaus Rettungschancen haben. Und hier ist auch wieder eine wichtige Frage. Möchte man mit Turm D1 den Turm tauschen oder möchte man vielleicht mit sowas wie Turm E2 den Türme auf dem Brett behalten? Nach der Partie hat man natürlich immer leicht reden. Grundsätzlich würde ich sagen, dass man in solchen Stellungen lieber beide Türme auf dem Brett hat, weil das höhere Remischancen bietet und deshalb würde ich Turm E2 bevorzugen. In der Partie kam Turm D1, der war auch nicht schlecht. Ich würde nur sagen, wie gesagt, allgemein, dass man eher beide Türme auf dem Brett haben möchte. Der Punkt war es, den schwarzen aktiven Turm abzutauschen und jetzt eben einfach deutlich aktivere Figuren als Schwarz zu haben. Es folgte A5, König G3 und Läufer E6. Und Weiß spielt hier wirklich sehr logisch. Sie stellt die Figuren einfach so aktiv wie möglich. Und nach König E7, K3, erstmal den Bauern auf ein schwarzes Feld stellen, Turm B8, Turm C5. Versucht sie, so viele Bauern wie möglich zu tauschen. Es kam Turm B2, Turm A5, Turm F2. Und auch hier ist ein ganz wichtiger Moment. Vielleicht, wenn ihr nachdenken wollt, haltet auch hier das Video an. Wie würdet ihr euch gegen dieses Schach wehren? Denn hier ist es auch ganz wichtig zu verstehen, Weiß muss aktiv spielen. Wenn Weiß nicht aktiv spielt, dann wird man diese Stellung verlieren. Früher oder später. Und deshalb hat Weiß hier nicht den König zurückgezogen, sondern Läufer F3 gespielt. Ganz wichtiger Zug, der greift schon mal den D5 an. Ja, momentan hängt der natürlich nicht, aber man kann ihn eben potenziell wegnehmen. Hier kam König F6 und auch hier nochmal sehr starker Zug, Turm A6. Fesselt den Läufer und droht jetzt tatsächlich König E3 und Läufer schlägt D5. Also zum Beispiel nach H4, König E3.
Weiß gewinnt dann den D5 Bauern und das sollte problemlos Remis sein. Es kam Turm F1. Das verhindert, dass der Turm angegriffen wird. Jetzt H4. Auch das recht clever. Weiß stellt die Bauern auf schwarze Felder. Es haben ja beide Seiten weißfeldrige Läufer. Die können die Bauern dann schon mal nicht angreifen. Und nach Turm H1 kommen wir an den kritischen Moment der Partie. Lei Tingzhi hat nur noch eine Minute auf der Uhr. Und ihr könnt euch natürlich mehr Zeit nehmen, wenn ihr wollt und das Video anhaltet. Wie würdet ihr euch hier verteidigen? Hier hat man zwei Möglichkeiten. Zu versuchen, diesen Bauern auf H4 zu behalten oder ihn eben gegen den D5 zu tauschen. Schauen wir mal, was passiert, wenn man ihn gegen den D5 tauscht. Da bekommen wir ein recht komisches Turmendspiel. Also zum Beispiel König G3, Turm D4, schlägt, schlägt. Und jetzt ist die Frage, ist das Remis oder nicht? Auf den ersten Blick ist das sicher sehr schwer einzuschätzen und es ist auch mit Sicherheit schwer zu spielen. Aber tatsächlich, wenn man hier ein bisschen versteht, was man erreichen möchte bzw. was man nicht zulassen darf, dann geht es sogar. Grundsätzlich würde ich sagen, Weiß sollte so schnell wie möglich versuchen, den Bauern nach vorne zu bringen, um so viel wie möglich Gegenspiel zu bekommen. Wenn man es schafft, den A gegen den E zu tauschen, ist das zum Beispiel sehr leicht Remis. Das ist aber jetzt noch nicht absehbar. Okay, Schwarz wird die Bauern nach vorne bringen. Turm A8, einfach um den Turm aus dem Weg zu holen und dann den Bauern zu ziehen. Und jetzt Schach. Und hier sollte der König wahrscheinlich nach H2 gehen. G4 und A5. Okay, Schwarz bringt den König nach vorne. Und hier ist es ganz wichtig, nicht König H4 zuzulassen, denn dann wäre G3 ein großes Problem, deshalb muss man G3 spielen. Okay, zum Beispiel Turm A3 geht hinter den Bauern, das muss sowieso früher oder später geschehen, König F5, A7 und König E4. Hier kommt der nächste wichtige Moment. Schwarz möchte gern irgendwie Turm A2 spielen und irgendwie den König nach F3 bringen. Das heißt, sowas wie Turm E8 wäre eine ganz schlechte Idee. Hier folgt nämlich Turm A2. König G1, Turm A7 und nach Turm schlägt E6, König F3. Jetzt geht der Bauer auf G3 verloren und die Stellung ist verloren für Weiß. Weiß kann das aber mit König G2 abwehren. Und jetzt nach Turm A2, König F1, kann Schwarz natürlich nicht König F3 spielen, weil dann würde Turm F8 mit Schach kommen und der Bauer durchlaufen. Deshalb sowas wie König E3. Aber hier kann Weiß abwarten. Und nach E5 kommt eigentlich nur noch ein wichtiger Moment. Wartet man mit König H1 oder mit König F1? Das kann man recht leicht rechnen und da muss man eigentlich auch nur ein wichtiges Motiv kennen. Nach König F1 könnte nämlich Turm F2 folgen und nach König G1 Turm F7. Und das ist immer ein Problem, denn der Turm deckt jetzt greift den Bauern von der Seite an und deshalb hat der König jetzt auch ein Fluchtfeld. Wenn hier sofort Turm E8 kommt, um eben diese beiden Bauern zu tauschen, dann kommt der König wieder nach F3, wieder gewinnt man den G3 Bauern und wieder ist diese Stellung völlig gewonnen für Schwarz. Deshalb ist König H1 das richtige Feld und hier nach Turm A3, König H2 ging mir tatsächlich, oder König G2 ist tatsächlich egal, ging mir etwas die Ideen für Schwarz aus und ich denke, diese Stellung ist Remis. Aber mit einer Minute auf der Uhr, das schon alles so vorherzusehen und zu sagen, Schwarz kann nichts anderes erreichen, ist nicht so leicht. Und Lei Tingzhi entschied sich für König G3 und der entscheidet die Partie. Es folgte König E5. Jetzt kann man natürlich den D5 nicht mehr gewinnen. Okay, Weiß entscheidet sich trotzdem, den A-Bauern loszuschicken und plötzlich wird der schwarze König aktiv. Turm A8 und König E3. Jetzt möchte einfach der D-Bauer laufen. Turm E8 und hier auch nochmal sehr, sehr schöner Zug von Schwarz. Also Weiß möchte jetzt natürlich Läufer schlägt D5 spielen und plötzlich wird auffällig, dass der weiße König quasi keine Felder hat. Und wenn man den Schach setzt, dann gewinnt man. Deshalb spielte Tan Zhongyi den starken Zug G5. Nach H schlägt G5 ist H4 einfach schachmatt. Also auch im Endspiel kann man matt setzen. Lei hat sich entschieden, hier auf E6 zu schlagen und dann zu versuchen, mit dem G-Bauern loszulaufen. Aber Tan Zhongyi ist aufmerksam. H4, König G4 und H3. Der Punkt ist, dass nach G schlägt H3 Turm G1 der König den Läufer nicht decken kann. Und ja, der Turm hält den G-Bauern auf und der D-Bauer wird durchlaufen. Deshalb kam G6. Aber hier nach König F2 hat Weiß das nächste Problem. Man kann jetzt hier nicht einfach G7 spielen, denn nach H schlägt G2 droht Schwarz umzuwandeln. Und nach Läufer schlägt G2 kommt es Schwarz zugute, dass der König auf der G-Linie steht. Und man mit Turm schlägt G2 und Spieß dann die neue Dame auf G8 gewinnen würde. Deshalb folgte König F4, aber nach Turm A1 G7 Turm schlägt A4 Schach. König G5, Turm A8.
G schlägt H3, König F3, H4 und Turm G8 gab Weiß auf. Denn auch hier ist das Problem, wenn der König an den Bauern ranläuft, um das einfach kurz zu illustrieren, dann kann Schwarz den Turm aufgeben und hat einfach zwei mehr Bauern im Bauernendspiel. Das reicht zum Sieg und das hat sich Lee nicht mehr zeigen lassen. Ja, also erste Partie nicht gut gelaufen für Lee, mit Weiß verloren gegen ihre Landsfrauen. aber sehr überzeugende Partie von Tan Zhongyi. Gute Vorbereitung, dann strategisch gut weitergespielt und sehr gute Technik im Endspiel. Und wir wollen jetzt natürlich auch noch schauen, wie lief es so in den anderen Partien. Da gucken wir uns einfach mal die Ergebnisse an. Alexandra Gojatschkina gegen Katharina Lagnau, die haben Remis gespielt. In der Partie war jetzt auch nicht allzu viel los, also mal stand Lagnau etwas besser, mal Gojatschkina etwas besser, aber im Allgemeinen hielt es sich im Gleichgewicht. Ja, das Gleiche kann man auch über Anna Musitschuk und Nurgül Salimova sagen. Das war ja, die russische Verteidigung und auch da ist nicht allzu viel passiert und es endete Remis. In der Partie zwischen Wei Shali und Hampi ist auch nicht allzu viel passiert. Das war eine italienische Partie. Hampi zeigte sich gut vorbereitet und ja, mehr oder weniger problemlos machte sie Remis. Sie stand zwischendurch sogar etwas angenehmer, wie Wei Shali sagte, aber an sich hatte Wei Shali die Partie auch immer unter Kontrolle. Schauen wir noch kurz, wie es bei den Männern ausging. Da könnt ihr schon sehen, 4 Remis, aber es heißt nicht, dass die Partien langweilig waren. Fabiano hatte zum Beispiel sehr, sehr gute Chancen gegen Hikaru auch den vollen Punkt einzusammeln, hat aber dann technisch nicht ganz überzeugend gespielt und Hikaru ist ja sowieso sehr, sehr zäh und konnte sich am Ende verteidigen. In der Partie zwischen Abasov und Nepomniachtchi war echt nicht so viel los und die ging recht schnell auch Remis aus. Firuja gegen Prognananda war auch eine sehr, sehr interessante Partie, aber beide Seiten spielten recht akkurat und auch da daher Remis das logische Ergebnis. Gukesh und Vidit hatten wahrscheinlich die spannendste Partie bei den Männern, hätte ich gesagt. Zumindest ja, gab es da einige Züge lang, die sehr, sehr interessant waren. Aber auch das am Ende fehlerlose Partie von beiden Seiten und Remis. Und keine Sorge, ich will euch ja an den freien Tagen auch irgendwas zeigen. Also da werde ich dann immer noch irgendwie taktische, wichtige Momente raussuchen aus den letzten Runden. Da könnt ihr dann auch ein bisschen selbst trainieren, ein bisschen versuchen, Aufgaben zu lösen. Und da seht ihr dann auch noch mal ein paar Highlights aus diesen Partien, insofern es denn welche gab. Ja, das war erstmal die Rückschau auf die erste Runde. Ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Ich hoffe natürlich auch, dass ihr so einen guten Überblick über die Ergebnisse bekommen konntet, falls ihr das einfach nicht bis 1 Uhr nachts schauen konntet oder wolltet. Und dann sehen wir uns morgen bei der nächsten Rückschau wieder, denn natürlich wird heute schon die zweite Runde gespielt. Wieder ab 20.30 Uhr deutscher Zeit, beziehungsweise die Übertragung wird ab 20.45 Uhr starten. Anti-Cheating, Verzögerung, die muss es natürlich geben beim Kandidatenturnier. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dahin. Ciao.